Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Aquarium Ski. Diesmal wird es eine kürzere im Gegensatz zum letzten Mal. Ist ja überlänger gewesen jetzt, weil ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe heute. Also noch eine Folge aufnehmen wollte. Dann kommen heute halt nur zwei dran. Ganz schön leider gerade, kann ich aber auch nichts für, weil wie ihr seht, wir haben 22 Fps, komischerweise jetzt auch gerade nur. Liegt vielleicht daran, dass mein Computer schon ein bisschen lange an ist. Guck mal kurz unter Optionen, Grafik, Multicore, aber richtig. Komisch, dann leckt es jetzt halt gerade bisschen. In der nächsten Folge dürfte es wieder schneller sein. Da ist mein Computer dann wieder neu gestartet. Das mit den Blöcken, dass sie unsichtbar wären, das ist normal. Vielleicht schlägst du auch wegen den Blöcken hier. Da kann man dann nachher Blöcke richtig reinsetzen, halt auch. Jep, wie ihr seht, sind wir hier fleißig am Befüllen. Gut, dann gehen wir jetzt hier rein. Und dann sehen wir, dass wir gleich die erste Hälfte schon fertig haben. Oh, apropos, der Block muss auch noch weg. Ja, Hupe funktioniert. Haben wir im Hintergrund bestimmt gerade auch gehört. Nur die Randalen im Straßenverkehr, die immer hupen. Yep. Diese Folge wird mal wieder ein bisschen gebaut. Ich hätte mal das Bett mit runternehmen sollen, damit die Pflanzen oben weiter wachsen können. Ich glaube, ich lasse mich dann einfach ein bisschen offscreen hinstellen oben, damit die Pflanzen dann wachsen, wenn nächste Folge fertig gewachsen sind. Yep. Wir sehen, nehmen wir ihn gleich auf. Schon wieder fertig mit dem Bohnen. Und dann können wir uns die Steine vorbereiten mit dem Schüssel. Aber wir brauchen davon auch noch massig von diesen Steinen. Weil darauf machen wir nachher ein richtig schönes Dach. So ein Schrägdach, nicht so ein Minecraft-typisches Dach. Wir stellen jetzt erstmal nur das Gerüst auf den Boden auf. Und da setzen wir nachher die Blöcke rein. Das ist sozusagen ein Block in einem Block, denn. Mit diesen Blöcken kann man sogar Sand schweben lassen. Geheimlabor mit typischen Eingang machen wir uns auch noch wahrscheinlich, weil hier ist unter anderem auch der Secret Block Mod mit drin, so wo die Blöcke sich anpassen der Umgebung, auch Türen. So,
Ja. Ich nehme gerade auf, wo die erste Folge rausgekommen sein durfte von diesem Projekt. Also, jetzt sind wir soweit fertig. Jetzt gehe ich mal hoch. Yep. Ich mache mal diesen hässlichen F3-Modus raus. Dann gehe ich auf SZ. Und morph mich wieder zurück. Dann natürlich kommt das raus und kein Seed. Deswegen haben wir auch immer 4 Seeds übrig. Und wie ich. Nein, noch nicht. Wie ich schon vermutet habe. Ja, wir haben nebenbei ja auch die letzte Folge den Erfolg mit Akkande abgeschlossen. Schon mal weiter ins Ziel. Dann craften wir jetzt erstmal die Schrägblöcke. Ja, 9 kommt diese anderen Blöcke raus und davon haben wir auch schon genug. Das wäre eine Treppe. Eine Tür. Zimmermann. Genau die hier will ich. Käfer. Ah, Sticks. Da brauchen wir wieder Sticks. Seht ihr? Wir haben doch vielleicht zu viel da gemacht. Wir müssen erstmal wieder Holz farmen, denn. Nehme ich davon noch ein bisschen mal was mit. Nach unten ein Stick. Der hier ist ziemlich weit vorangeschritten. Fledermaus. Die Wege können wir noch weitermachen, natürlich so wie sie sind. Aber ich werde jetzt einfach den Weg hier fertig auspflastern. Und da kann man halt ebenfalls dann Blöcke reinmachen. Bloß, dass die dann halt so schräg sind, wie ein richtiger Weg ja im richtigen Leben auch ist. Die sind ja nicht in Wirklichkeit gerade. Ach ja, jetzt, falls jemand wissen will, wie der Seed heißt, kann ich ja gern mal gucken. Ich muss mal kurz den Laden öffnen. Dann jetzt I. Nein. C. Seed. Da steht der Seed nochmal. Ja. Dann nehmen wir mal die Schaufel ins Inventar. Ja, wir wollen die Schaufel ins Inventar, habe ich gesagt. Ist das Sand? Ja. Ist ja schön. Komisch, dass ich da auch runter nicht kann. Ich bin doch nur eins groß eigentlich. Naja. Da mussten wir eh lang buddeln. Dann gehe ich. Aha. Das war jetzt gerade eine ganz extreme. Dann nehme ich, muss ich den Hammer nehmen.
und den wieder resetten. Dann kann man noch viel mehr machen später. Gut. Endlich wieder normale Blöcke kann ich dann setzen. Obwohl, hier kann ich gleich wieder Erde hinsetzen, wo ich gerade Erde abgebaut habe. Weil da kommen andere rauf. Hier kommt ein halber Block, hier kommt ein halber. Halber Block. Hier, so war das, genau. Hier muss einer jeweils hin. Hier kommt ein halber Block hin, da kommt ein halber. Nein. Hier kommt jeweils ein halber Block hin. Gehen wir mal mich wieder größer machen. Und dann auch so sagen, wir setzen die beiden Steine noch hin. Machen die groß. Und schau, das war's.